Willkommen zur Startaufstellung des nächsten Rennens. Die Klasse bis 125 Kubikzentimeter steht bereits hier bei uns bei Start und Ziel auf Position. Wir gehen da ganz schnell in die Startaufstellung hinein. Pole Position für den Mann mit der Startnummer 1, für den amtierenden deutschen Meister in der 125er Klasse. Er kommt vom MC Augsburg, Marcel Schröter mit der Honda RS 125 mit einer Zeit von 1:29.178. Auf der zweiten Position mit der Startnummer 7 vom Team LHF Projekt Racing, das ist Marvin Fritz mit der Honda auf 1:29.364. Da kam die Boot zum Stehen. Auf der dritten Position mit der Startnummer 22 vom Freudenberg Racing Team Daniel Karteininger mit der 125er Seel 1:29.981. Also die ersten drei hier in der ersten Reihe auf 1:29er Zeit im Training unterwegs gewesen. Für das Kiefer Racing Team unterwegs ist Jan Bühn mit der Startnummer 10 auf der vierten Position 1:30.069. Das war Startreihe Nummer 1.
Wir begrüßen da unten natürlich auch den Riding Coach von Jan Dün. Herzlich willkommen, Waldi Waldmann! Wurden uns diese fünf Fahrer werden also in genau zwei Wochen zum großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring mit einer Wildcard mit dabei sein, wenn die Besten der Welt hier um Punktekettung in der Meisterschaft mit 100 Punkten das Feld anführt. Marcel Schröter, er wird mit einer Wildcard am Sachsenring auf alle Fälle dabei sein. Es wird weiterhin dabei sein Marvin Fritz. Auch er hat sich um eine seit geraumer Zeit auch Mitglied im MC Augsburg ist. So, die 3-Minuten-Tafel ist draußen. Das ist das Zeichen, liebe Freunde, dass wir hier das Feld erst einmal räumen werden, dass wir hier uns vielleicht nochmal ganz schnell mit dem Stand der Dinge in der Punktetabelle beschäftigen. Einsam und verlassen an der Spitze mit insgesamt 4 gewonnenen Titeln, sprich 4 Siege bei den letzten Rennen. 25 Punkte jemals, macht eine Gesamtsumme von 100. Marcel Schröter, der Führende in der Meisterschaft. Marvin Fritz hat 53 Punkte. Karel Peschek 44. Jakub Jantulik 40 Zähler. Jan Wühn 34. Toni Finsterbusch 27, genauso viel wie Erik Hübsch. Daniel Karteininger hat 8. Steht auf der 8. Position mit 26 Punkten. Michael van der Mark mit 26 Punkten ebenfalls auf 8. Und auf 10 haben wir dann mit 25 Zählern den Mann aus der Schweiz, Benjamin Rini. So, das also der Stand der Dinge in der Meisterschaft. Über die Wildcards haben wir ebenfalls gesprochen. Das haben wir unseren Zuschauern ebenfalls mitgeteilt. Bleibt uns noch eins zu wünschen. Einen spannenden Rennverlauf. Ich sage schon einmal, insgesamt 38 Starter sind es, die hier um Punkte in der Meisterschaft dabei sein werden. Wir haben in diesem Feld eine 48, Martin Meyer auf der 28. Position. Deine Reihe können Sie noch aus den verschiedenen Neukammer beim ADAC Junior-Cup. ADAC Junior-Cup war heute nicht hier dabei. Wir haben jetzt mal heute hier mit dabei. Grüßen ganz herzlich bei Lügen an der Kammerleiterkurve Stuttgart, einen der Betreuer. Das macht ja hier aufmerksam, das Ringgeschehen natürlich nicht verfolgt. Thank you.